Ja. Ja. Yay, dann herzlich willkommen zum nächsten Online-Biz-Talk. Ich freue mich riesig, wieder ganz, ganz tolle Experten hier mit dabei zu haben. Und bevor wir starten, stelle ich euch jetzt auch mal alle vor. Ich fange heute mal ganz untypisch mit unserem Hahn im Korb an. Wir haben nämlich nur einen dabei, Dominik Bütow. Und Dominik ist gerade mit seiner Partnerin Cindy Pfitzmann mitten in den heißesten Kongressvorbereitungen, weil es jetzt bald losgeht. Dominik und Cindy haben 6 Jahre in Australien gelebt und haben von dort aus ihr Online-Business aufgebaut und sind jetzt gerade wieder zurück in Berlin und haben da jetzt erstmal ihre temporäre Homebase aufgeschlagen. Und jetzt am Montag startet ihr genialer Freiheits-Summit-Online-Kongress, wo es darum geht, verschiedene Wege zu finden, um frei zu werden. Emotional, räumlich, finanziell oder örtlich. Nee, war ja. Zeitlich. Zeitlich. Zeitlich, räumlich, örtlich. Also von innen und von außen ein absoluter Kongressexperte, auch schon auf mehreren Kongressen als Experte geladen, sozusagen kennt beide Seiten. Und ist zudem auch als ITler und als Online-Kongress-Technik-Experte wirklich tief in dem ganzen Thema drin. Von daher cool, dass du heute mit dabei bist. Ja, hi Eva, vielen Dank irgendwie für diese super Anmoderation. Fast ein bisschen viel, aber ich freue mich mega irgendwie dabei zu sein. Und ja. Es macht mega, mega viel Spaß irgendwie, das neue Ding, was wir da gerade aufziehen und wo halt wirklich das Summit der Start ist von dem Ganzen, wirklich den Grundstein zu legen, ist einfach mega klasse und einfach so ein Tool an die Hand zu bekommen und zu wissen, wie es geht, ist absolut mega. Ich bin voll bei dir. Dann haben wir drei angehende Kongressveranstalterinnen, die auch schon alle als Expertinnen bei allen Kongressen teilgenommen haben. Das sind einmal Cindy Stürmer und Heike Paschke, die gerade aus dem wunderschönen Gran Canaria bei uns sind und die sich schon ein Online-Business aufgebaut haben, ortsunabhängig da leben und arbeiten, wo es ihnen Spaß macht und wo sie sein wollen. Und ja, die schon für viele Kongresse interviewt worden sind, weil sie einfach eine coole Story haben, eine tolle Expertise haben, super erfolgreiche FBA- und Krypto-Unternehmerinnen sind. Und ja, ich freue mich auch mega, dass ihr mit dabei seid und schicke liebe Grüße nach Gran Canaria. Auch von uns lieben Dank für diese Wahnsinns-Anmoderation und wir freuen uns super auf den Austausch mit euch allen. Mhm. Gerade das Thema Online-Kongresse ist ja super spannend und definitiv eine Möglichkeit, die man nicht missen sollte. Das finde ich auch. Dann, ich stelle gleich unser absolutes Kongress super, unsere super Expertin zum Schluss vor, weil da schlägt mich jemand mit seiner Erfahrung absolut. Und ich würde sagen, ich habe auch schon echt viel Erfahrung. Aber wir haben erstmal noch die liebe Dr. Katrin Hamann mit dabei. Eigentlich vor allem als Hausärztin in München tätig, aber schon sehr, sehr lange auch als Autorin und auch als Dozentin verschiedener Online-Kurse und war auch in dieser Funktion schon vielfach geladen, ist auch da eine wirklich gefragte Expertin für diesen ganzen Bereich und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch da noch ein Online-Kongress kommen wird zu all den Themen, die Katrin wirklich sehr, sehr gut beherrscht und finde es auch super schön, dass wir dich heute mit dabei haben und du heute unsere Runde hier bereicherst. Ja, super. Ich freue mich natürlich auch wieder ganz doll dabei zu sein und danke dir auch für die Anmoderation, wie immer. Das macht total Spaß, auch mit dir das zu machen. Und ja, bin gespannt, was heute diskutiert wird. Ich komme eher von der anderen Seite, dass ich vor den Leuten stehe, nicht vor irgendeiner Kamera, sondern lieber präsentiere vor den Schülern in der Pflegeakademie und ja, so ein Online-Akademie beziehungsweise so ein Online-Kongress ist natürlich noch was ganz anderes. Und vielleicht kann ich da diesen Biz-Talk heute ein bisschen bereichern mit einem anderen Blick. Absolut, bin ich mir total sicher. Und dann haben wir noch eine super erfolgreiche, extrem erfahrene Online-Kongressveranstalterin heute mit dabei, die einen der ersten deutschsprachigen Kongresse damals durchgeführt hat, über 10.000 Menschen im ersten Kongress erreicht hat. Es war ein wahnsinnig großer Kongress, immer noch einer der größten Kongresse und dabei ist es aber nicht geblieben. Lena Busch hat direkt noch weitere großartige Kongresse angehängt, hat ein wirklich fantastisches Online-Business damit aufgezogen, hat auch eine ganz lange Zeit ganz viele andere als Kongress-Coach unterstützt, ihr eigenen großartigen Kongress aufzuziehen.
Und ich freue mich riesig, Lena, dass du heute beim Online-Biz-Talk dabei bist und hier einfach deine Expertise auch noch mit ins Feld bringst. Toll, dass du da bist. Liebe Eva, bei deinen Anmoderationen kann man ja nur rot werden. vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich auch, in der Runde dabei zu sein, und wird bestimmt super spannend. Ja, und ich finde es wirklich auch ganz spannend, einfach jetzt mal so ein bisschen darüber zu reden. Ihr kennt das ja aus den Experten-Talk-Formaten, so eine halbe Stunde reden wir hier einfach uns mal so ein bisschen heiß über ein Thema, tauschen so ein bisschen Meinungen aus, und dann könnt ihr auch einfach mit euren Fragen reinkommen und sagen, was brennt euch denn unter den Nägeln, was sind wichtige Fragen für euch, was interessiert euch besonders, damit wir euch weiterhelfen können. Aber jetzt will ich gerne mal von euch so ein Schlaglicht einfangen. Was würdet ihr sagen, Online-Kongress hopp oder top? Nee. Ihr wisst schon, so rum oder so rum. Ist Online-Kongress ein Format für die Zukunft, was ihr weiterhin nutzen wollt oder überhaupt auch erstmal nutzen werdet? Oder seid ihr eher so ein bisschen kritisch eingestellt? Okay, wenn keiner antworten will, sondern nur Zeichen gebe, dann fange ich an. Ich war kritisch, noch bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war ich auch so ein bisschen kritisch, das wirklich selbst irgendwie zu veranstalten, weil ich auch gesehen habe, was da für mega viel Arbeit hinterhängt. Und ich muss gestehen, ich komme aus der Technik, es war nicht die Technik, wovor ich Angst habe, sondern wirklich die ganze Arbeit, die drumherum steht. Aber ich habe festgestellt, dass es so einen mega, mega viel Spaß macht, wirklich das durchzuführen, auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dass man so viele neue Leute kennenlernt, sich so viele Partnerschaften ergeben, auch wirklich so viele interessante Themen sich wirklich widmen kann mit einmal, weil man sich wirklich fokussiert darauf. Von daher denke ich, das ist definitiv ein Thema für die Zukunft bei uns sowieso. Und zusätzlich glaube ich auch, dass wir mit Online-Kongressen halt auch einen super, super Markt haben, weil ganz, ganz viele Leute irgendwie wollen erreicht werden. Und nicht alles gibt's offline in irgendeiner Weise in der Gegend. So, ich komme aus einem kleinen Dorf von zu Hause. Das ist zwar nördlich von Berlin. Ich hatte zwar relativ einfach, nach Berlin zu kommen, aber wir waren 6 Jahre in Australien. So, und da gab's nicht so viele deutschsprachige Kongresse, um genau zu sagen, null. Und selbst englischsprachige muss man halt auch gucken. Und einfach online die Möglichkeit zu haben, wirklich so viele verschiedene Leute zu sehen und auch diese Erfahrungen zu sammeln, was die gemacht haben, und daran zu wachsen und zu lernen, finde ich mega. Also von daher für mich definitiv ein Top, kein Flop, und definitiv etwas für die Zukunft. Sehr cool. Wie sieht's bei euch aus? Denkt ihr, das wäre ein Instrument? Lena, du hast ja schon mega, mega viel Erfahrung. Aktuell gerade hast du dein Business-Programm und jetzt keinen aktuellen Kongress. Liegt das an Kongressermüdung oder liegt das daran, dass man auch erstmal sagt, die ganzen Samen, die man ausgesät hat, dürfen jetzt auch zu wunderschönen Pflanzen heranwachsen und brauchen jetzt erstmal Zeit, um zu reifen? Ja, so ein bisschen sowohl als auch. Also ich habe quasi über 2 Jahre eigentlich fast nur Kongresse gemacht, was zum einen an Größe und Umfang auch unserer Kongresse lag und natürlich auch an der Tatsache, dass ich selber leite, ne? Und da ist ein Kongress dann schon sehr, sehr raumnehmend, weil ich dann über viele Monate kaum was anderes machen kann oder zumindest keine ebenfalls großen und sehr großen Projekte. Und das war eher so der Grund. Ich werde auch auf jeden Fall wieder Kongresse veranstalten. Teilweise vielleicht nicht ganz so groß, teilweise auch in Kooperation und so weiter, ne? Also ich sag mal, erstmal ist ein Kongress ja ein Format. Und ob der klein ist oder groß und ob der toll ist oder doof und qualitativ hochwertig oder nicht, ne, kann das Format erstmal nichts dafür. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben in Deutschland, ne? Also es gibt noch nicht viel, es verändert sich auch stetig und ständig. Ich habe das Gefühl, gerade bricht wieder so ein zweiter Frühling irgendwie so ein bisschen an. Und
ja, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel möglich. Wie gesagt, an kleinen Expertenkongressen, ne, auf ein ganz kleines Ausschnittthema bis hin zu fortgeschrittenen Kongressen, ne, dass manche Kongresse irgendwie quasi zum vierten Mal stattfinden, ne, und die Leute mitwachsen können, sozusagen. Reine Expertenkongresse vielleicht auch. Also ich denke, da geht noch ganz viel. Wenn wir nach Amerika gucken, ne, sowieso, aber und ich liebe das Format. Ich habe auch bei meinem ersten Kongress damals gesagt, und das war tatsächlich auch so für mich der Anlass, ne? Also ich saß selber mit kleinem Kind auf dem Dorf, mit kleinem Kind, was nicht gerne Auto fuhr, was auch, ne, nicht irgendwie dann mehr still im Kinderwagen oder in der Trage war, ne? Also so die Teilnahme an Offline-Kongressen war irgendwie gerade nicht so dolle. Mhm. Und also diese Möglichkeit, überall auf der Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit dann das konsumieren zu können und auch sagen zu können, okay, nee, ich will das jetzt dauerhaft haben und wirklich, ne, also diese Chance, so einen Bogen zu schlagen, wirklich mit verschiedenen Experten über einen komprimierten Zeitraum ein Thema ganz intensiv zu beleuchten, das hat man, glaube ich, sonst quasi nicht. Also von mir ein eindeutiges Top. Sehr cool. Ja, ich sehe das ja auch so, dass ich absolut nach wie vor begeistert bin von diesem Format. Wie sehen das denn jetzt ihr drei Zauberfrauen, die ihr noch keinen Kongress bisher von Veranstaltungsseite gemacht habt? Könnt ihr euch auch vorstellen zu sagen, das kann ein Boost sein? Das, also ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, es ist einfach ein Format, was unglaublich viele Menschen erreichen kann, wo du viel schneller eine unglaubliche Präsenz und Sichtbarkeit im Netz erreichst, als wenn du dir das über einen Blog aufbaust, als wenn du dir das über einen YouTube-Kanal aufbaust. Du kommst einfach mit einem Knall in den Markt und bist da, ja? Also vor 2 Jahren konnte es durchaus sein, dass Lena und ich uns schon kannten, aufgrund dessen, dass wir uns beide im Thema Geburt und bindungsorientierte Elternschaft und so einfach im Internet bewegt haben. Aber Online-Business-Leute kannten uns beide eigentlich noch nicht da draußen. Ne? Und pum, also war dieser Kongress da und es ist eine völlig andere Ausgangsbasis geschaffen. Wie seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, für euch das zu nutzen, dieses Medium, und einfach auch mal die Seite zu wechseln? Oder ist das in ferner Zukunft? Wer mag? Also, ja, dann starten wir doch mal. Also, wie gesagt, wir sind ja bis jetzt nur Kongress-Speaker gewesen und noch nicht Kongress-Veranstalter. Von daher ist gerade dieser BizTalk sehr, sehr interessant, weil man beide Seiten mal beleuchten kann. Schon allein als Speaker hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach mal dieses Kongress-Feeling erleben zu dürfen mit so vielen unterschiedlichen Speakern. Und wie du sagst, Eva, man kann mit einem Kongress definitiv extrem viel Reichweite aufbauen, weil man eben von vielen Speakern dann auch tatsächlich Mehrwert erhalten kann und auch geben kann für die Teilnehmer. Deswegen für uns auch super interessant, jetzt einfach mal hinter die Kongressveranstaltung zu gucken, weil es als Teilnehmer schon sehr, sehr viel Spaß macht und wir jetzt natürlich dann auch gerne Veranstalter werden möchten und kriegen aber auch immer wieder zu sagen, okay, ja klar, überall da, wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Die Reichweite ist natürlich ein großer Vorteil, aber so ein Kongress ist sicherlich auch nicht easy, mal über Nacht aufzuziehen. Also da ist dann natürlich auch die Frage oder das gerne auch hier im BizTalk zu besprechen oder die Frage mal in die Runde zu stellen und zu nutzen, wie viel Zeit brauche ich denn wirklich, um den Kongress zu veranstalten oder welche Tools brauche ich denn tatsächlich, um den Kongress zu veranstalten und tatsächlich dann auch wirklich die ganzen Speaker zu motivieren, teilzunehmen und dann auch wirklich aktiv mitzuwirken, stelle ich mir persönlich schon als Herausforderung vor, allerdings als Möglichkeit, die sich sehr, sehr lohnen kann. Und wie der Dominik gesagt hat, schon auch Spaß machen kann, weil du tauschst dich ja letztendlich auch mit deinen Speakern aus. Also du bist ja da in Kontakt und das stelle ich mir halt schon sehr, sehr, sehr spannend vor. Also ich glaube, das ist für jeden Beteiligte, also für Speaker, für den Moderator und auch wirklich für die Zuschauer ein erheblicher Mehrwert. Also von mir auch definitiv Daumen nach oben. Das von mir auch noch. Ich muss ja auch sagen, mit euch allen wunderbaren Online-Unternehmer und Unternehmerinnen hätte ich gar keinen Kontakt, wenn
es diese Online-Kongresse gar nicht geben würde. Ne? Wir haben uns ja auch alle so kennengelernt in diesem Rahmen und ich bin mega froh, dass einfach dieser Zugang da war, dass man fantastische Leute kennenlernt mit einer großartigen Expertise, mit denen man einfach genial andocken kann und dann weiterarbeiten kann, tolle neue Produkte, tolle neue Formate entwickeln kann. Da kann sich so viel Tolles draus ergeben, dass ich da auch wirklich super begeistert bin. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Katrin sagt, die ja gerade gesagt hat, dass sie doch eher so aus dem Offline-Dozenten-Dasein kommt. Cindy und Heike, wir gehen gleich auf jeden Fall auf Zeit und auf Tools ein, damit wir das ein bisschen beleuchten können. Aber Katrin, erzähl mal, wie siehst du denn das Instrument des Online-Kongresses? Kommt das für dich in Frage? Es ist auf jeden Fall total spannend, weil du wirklich mit einem, ja, jeder kann sitzen, wo er möchte, jeder kann teilnehmen, egal ob jetzt auf dem Land oder irgendwo in der Stadt. Du musst nicht lange anreisen. Die Vorteile eines Offline-Meetings, eines Offline-Kongresses sehe ich, dass man sich auch nach der Veranstaltung einfach noch vernetzen kann, in den Pausen trifft, oft Kaffeegespräche und dass man sich da einfach viel besser kennenlernt und vor allen Dingen ganz wichtig für die Teilnehmer, dass die untereinander was besprechen. Hey, was machst du denn für ein Business? Was machst du? Wie fandest du das Webinar oder den Vortragenden? Das fehlte mir bislang so ein bisschen, es sei denn, es gab parallel eine Facebook-Gruppe dazu, zu diesem Kongress, wo man Fragen stellen konnte, wo man sich austauschen konnte, wo man sich dann wirklich auch vernetzt hat. Und ich glaube, die Vorteile liegen ganz klar bei so einem Online-Kongress. Ich würde es auch gar nicht jetzt in Richtung so groß aufziehen, Kongress, sondern dann sagt man, man macht einfach einen Online-Workshop, der geht über, weiß ich, 4 Wochen. Und so ein Kongress mit, weiß ich, 20, 30 Speakern, den traue ich mir noch gar nicht zu, einfach weil ich gar nicht so viele Speaker jetzt einladen könnte und das Ganze managen, wer jetzt was macht. Ich stelle mir das, so wie die Lena sagt, auch sehr, sehr, was die Vorbereitung angeht, sehr umfangreich und aufwendig vor. Und für mich, die jetzt aus diesem Offline-Talk kommt, wie mache ich das überhaupt? Und genau wie Cindy sagt, was für Tools brauche ich überhaupt? Wie gehe ich das Ganze an? Das würde mich jetzt sehr interessieren, wenn wir darauf kommen. Aber grundsätzlich halte ich diese Online-Kongresse für richtig, richtig klasse. Puh, ist ja schon mal schön, dass wir da grundsätzlich einen Konsens haben. Ich gebe mal direkt an Dominik und Lena weiter. Ich kann danach auch gerne noch mal was zu meinen Erfahrungen sagen. Was ist der Zeitraum, den ihr gebraucht habt, den ihr aktuell auch noch braucht, um wirklich zu sagen, okay, der Kongress steht und kann jetzt losgehen? Und mit welchen Tools seid ihr unterwegs? Wer will von euch beiden starten? Lena? Ja, also mein erster Kongress, da habe ich alles in allem, aber wirklich so von den ersten Gedanken bis zur Durchführung des Kongresses ziemlich genau ein Jahr gebraucht. Das war allerdings noch Kongress Niemandsland in Deutschland. Ich hatte auch nur ganz am Ende hatten wir Coaching-Unterstützung und zuvor war es so die Suche nach technikbegabten Menschen und Webdesignern, die einen da irgendwie unterstützen könnten, weil ich echt nur drüber gestolpert bin und gedacht habe, oh geil, super Format, mache ich auch. Und bin da einfach mal so reingehüpft und was da alles dran hängt, das hat mich dann so unterwegs ereilt. Und wie gesagt, halt in Teilzeit und der erste Kongress hatte etwas über 60 Speaker. Also das vielleicht dazu. Und der zweite hat dann immerhin mit der Erfahrung noch gut 5 Monate gebraucht in der Vorbereitung. Also ich denke, das darf man echt nicht unterschätzen. Und da, ne, da hatten wir alle Connections, da hatten wir schon ein bisschen Team, da hatten wir alle Tools und alles, ne? Und ich habe dann auch schon Coachings gemacht in dem Bereich teilweise. Also das darf man nicht unterschätzen. Und ich muss wirklich sagen, den Kurs, so Kurslaunch fand ich danach, ich weiß nicht, wie es dir geht, Eva, aber das fand ich danach irgendwie mehr ein Kindergeburtstag. Also das war dann verhältnismäßig einfach, weil ich dann nur noch launchen musste und mich mit mir und meinem Team koordinieren ne, und nicht mehr dieses mit allen Speakern und dann wirklich, es ist halt ein Event. Ne, und wer irgendwie Event-Erfahrung offline hat oder Event-Planungserfahrung offline hat, ne, dann ist entweder in diesen 10 Tagen oder 7 Tagen oder wie lange es ist, ist entweder alles auf dem Punkt oder es ist halt
leider blöd, leider daneben. Also ne, da gibt es dann keine zweite Chance oder ich mache diesen Teil irgendwie nächsten Monat. Ne? Da muss das alles auf den Punkt halt eben da sein. Und ja, aber es hat halt auch diesen ganz besonderen Charme und das Flair und das Momentum von einem Event. Also das ist halt eben auch das Besondere, was es dann auch irgendwie anders nicht gibt. Und man geht viel mehr für mein Empfinden in Vorleistung, weil halt alles erstmal organisiert, bezahlt und sonst was sein will vorher. Ne? Das unterscheidet es dann auch noch ein wenig. Zu dem Vernetzen untereinander, also zum einen die Facebook-Gruppen, dann gibt und gab es immer wieder auch Offline-Treffen und Events bei Kongressen. Bei unserem Kongress ist mehr oder weniger noch während der Kongresszeit beim ersten Kongress eine Elterninitiative entstanden und einiges an irgendwie Regionaltreffen, Regionalgruppen und wirklich einiges an Kontakten, was auch so die Zeit überdauert hat. Also, und das, da sind wir natürlich auch einiges entsteht wirklich aus dem Plenum, aus den Teilnehmern heraus. Und ansonsten, können wir da natürlich auch als Veranstalter drauf Einfluss nehmen, ne? Oder auch da was moderieren oder anbieten oder vorschlagen. Sind denn die Tools, mit denen du quasi einfach ins kalte Wasser gesprungen bist, um zu starten, noch ohne ganz genau zu wissen, wie das geht, sind das auch die Tools, die du bis zum Ende hin verwendet hast? Oder was ist dein optimales Toolset für einen Online-Kongress? Also der erste, der war dann wirklich, ne, das alles sozusagen programmieren lassen und designen lassen und so weiter und dann auch die Interviews händisch ein- und ausschalten und da umschalten auf Vorher-Nachher-Bildchen und so weiter. Irgendwie, es war ein Riesenaufwand, was man sich heute dann sehr leicht mit entsprechenden Tools, Plugins dann sich wirklich sehr das Leben erleichtern kann. Ansonsten E-Mail-Anbieter, Provider für Videos und so weiter, das war und blieb dann eigentlich im Einsatz. Gut, den einen oder anderen Provider haben wir vielleicht nochmal gewechselt, gerade im E-Mail-Bereich, aber ansonsten, das ist eigentlich geblieben, aber so quasi, ne, diese Kongress-Software, wenn man so will, da kann man sich schon das Leben erleichtert deutlich. Das stimmt. Dominik, wie sieht es denn bei euch aus? Du bist ja auch ein absoluter Technik-Pro und kennst dich super, super gut aus. Wie lange habt ihr gebraucht, um euren Kongress auf die Straße zu bringen und was für eine Technik, was für Tools habt ihr im Einsatz? Also von der Idee war es bei uns, also von der Idee bis jetzt Durchführung nächsten Montag sind es ungefähr 6 bis 7 Monate gewesen. Also wir sind Anfang des Jahres wirklich mit der Idee gestartet und haben dann halt hin und her überlegt. Und es ging wirklich ganz, ganz viel. Man muss gestehen, irgendwie zwischendurch sind wir halt auch von Australien nach Berlin umgezogen. Das war vielleicht auch nicht das beste Timing, aber... Und nach Bali zwischendurch. Ja, genau. Bali war schön. War vielleicht nicht das beste Timing, aber es kostet halt wirklich seine Zeit. Und das ist nicht die Technik irgendwie aufzusetzen, sondern es ist wirklich Strategie dahinter. Das ist die richtigen Speaker finden, das ist die Gespräche führen mit den Speakern und auch zu überlegen, wie man zum Beispiel offline und online miteinander verbinden kann. Weil Vernetzen ist genau das Wichtigste, glaube ich, beim Online-Kongress. Und das klar, Facebook-Gruppe, aber was kann man eventuell noch machen? Und all diese Gedanken, und dann kriegt man halt so, so viele Gedanken, die man dann anfangen muss zu ordnen. Und irgendwie, dann schmeißt man einige wieder weg, weil die machen dann doch keinen Sinn mehr und so weiter und so fort. Und so geht es dann halt teilweise wirklich hin und her. Und dann schmeißt man die man weggeschmissen hat, holt man teilweise dann doch wieder raus aus dem Papierkorb und vielleicht ist es doch gar nicht so uncool. Also das ist wirklich, und ich finde das auch okay, das hört sich ein bisschen chaotisch an, aber so funktioniert halt der Kopf teilweise, dass es halt so ein bisschen chaotisch geht. Man kann nicht alles komplett wirklich nur... Vorplan. So funktioniert es nicht ganz. Man kann sich einen Plan machen und das ist cool, aber man muss auch flexibel genug sein, den Plan auch zwischendurch an einigen Stellen anpassen zu können.
Und von den Tools her ist auch ganz, ganz witzig. Grundsätzlich haben wir immer mit WordPress und Stripe gearbeitet. So, von daher war klar, dass wir das in irgendeiner Weise selbst machen mit WordPress und Stripe. Überhaupt kein Problem. So, wir mussten dann halt gucken, wie man das in irgendeiner Weise anpassen kann, dass sie automatisch aufhören, die Seiten, also offline gehen und dann die anderen online gehen und so weiter. Alles super. Und letztendlich hat sich halt durch Zufälle auch was einfach eine andere Sache ergeben. Und heutzutage gibt's ja wirklich genug, wo man nahezu gar nichts mehr selbst machen muss. Und es gibt Kongress-Software an sich, so, wo man überhaupt kein WordPress unbedingt haben muss. Es gibt jetzt, wir sind jetzt gerade mit einem anderen Tool-Anbieter gegangen, nennt sich Kaigyo, wo du halt auch deine komplette Seite darin aufbauen kannst und haben da jetzt aber einfach nur den Member-Bereich genommen. Und das ist einfach eine easy Geschichte. So, und wir haben es im Endeffekt technisch anders umgesetzt, als wir es von vornherein geplant haben, weil es einfach zeitlich der bessere Weg war. So, und deswegen haben wir es gemacht. Also, was ich damit sagen will, ist, ein bisschen Flexibilität muss halt bei der ganzen Geschichte auch einfach drin sein. Und ich glaube, das kennt ihr auch. Das ist, glaube ich, ganz normal im Online-Business sowieso. Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, ich kenne keinen Online-Unternehmer, der nicht zwischen und auch mal ganz tüchtig improvisiert hat, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie er sich das gedacht hat. Also ich kann mal sagen, ich habe für meinen ersten Kongress straffe 3 Monate gebraucht. Und ich nehme mir auch immer relativ kurze Zeitspannen vor und gebe dann halt richtig Gas und sage so, das möchte ich jetzt runterrocken. Und es hat eigentlich dann auch immer so ganz gut geklappt, dass es dann auch reingekommen ist, aber nochmal klar zu machen, du brauchst genau die Tools, die beiden gerade schon gesagt haben. Also das Allerwichtigste ist natürlich was, womit du Interviews aufnehmen und führen kannst. Und dafür verwenden wir alle das, wo wir uns jetzt hier gerade drin getroffen haben. Das ist Zoom. Zoom ist in der Basisversion kostenfrei und du kannst im 1:1 mit Zoom auch 8 Stunden lang ein Interview führen, ist immer noch kostenfrei. Es wird nur dann kostenpflichtig, wenn du sowas machst wie wir, wenn du hier mit mehr als einer weiteren Person sitzt und das auch noch länger als 20, 40 Minuten, dann musst du die bezahlte Version buchen. Für mich aber eine absolut super gute und lohnende Investition. Dann hat Lena vorhin auch schon gesagt, du brauchst einen Hoster, wo du deine ganzen Videos einfach hochlädst, damit du die nicht in deine Seite hängst, sonst ist die brechend langsam. Dann nutzen wir, glaube ich, alle Vimeo, wo wir unsere Videos einfach hosten. Dann brauchst du eine Seite, auf der dein Kongress irgendwie stattfindet. Also du musst eine Domain sichern, die irgendeinen Sinn macht. Du brauchst irgendeinen Hoster, wo du deine Seite hinlegen kannst. Beziehungsweise Dominik hat gerade schon gesagt, es gibt jetzt auch so Tools, wo du wirklich deine Seite drin bauen kannst, wo du ganz viele Funktionen zusammenschalten kannst. Aber du brauchst trotzdem immer noch den Hoster. Weil du brauchst trotzdem deine Domain. Das ist halt der Punkt. Ansonsten würdest du mit irgendwelchen Subdomains arbeiten und das willst du ja auch nicht. Nee. Also du möchtest ja schon, dass da irgendwie, jetzt mal als Beispiel, evaarbeit.com steht. Oder vermögensakademie.com. Oder so. Genau, oder thefreedomcrowd.com. So, und nicht in irgendeiner Weise freedomcrowd.blablabla.com. Genau. Also das brauchst du auf jeden Fall. Dann, wenn du, Katrin und ich hatten jetzt im Vorfeld, wir waren schon live und haben noch so ganz kurz über Dropshipping und FBA gequatscht. Und wenn du sagst, das möchte ich aber in meinem Interview nicht mit drin haben, brauchst du irgendwas, um vorne und hinten vielleicht irgendwie was zu schneiden. Oder mein Kind kommt rein und reißt mir den Laptop vom hier runter und so. Und das will ich vielleicht auch kurz rausgeschnitten haben. Also eine Schneidesoftware, zum Beispiel Camtasia. Nutzen wir, es gibt ganz viele andere, also einfach was, womit du schneiden kannst. Das ist auch relativ easy, wenn du das einmal gemacht hast. Dann, was brauchen wir denn noch? Du brauchst, hat Dominik gerade gesagt, einen Membership-Bereich. Das heißt, wenn du musst irgendwie ja zuweisen, wer darf diese Videos sehen und wer darf sie auch nicht sehen. Und wenn jemand vielleicht auch einen langfristigen Zugriff gekauft hat, wer darf sie denn auch immer sehen, anstatt zu denen, die jetzt kostenfrei mit drin sind, die nur 24 Stunden gucken dürfen? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, Dominik, in deinem All-In-Tool ist ein Membership mit drin. Ja, genau. Das läuft genau in dem Bereich ab, so mehr oder weniger. Das ist aufgebaut dann wie ein Kurs, mehr oder weniger in Anführungsstrichen. Also du kannst halt mit den Tagen irgendwie switchen. Du kannst Lektionen bauen, sage ich jetzt mal, was die einzelnen Speaker-Talks sind. Also es ist einfach nur eine Navigation. Aber
ich würde auf jeden Fall immer irgendeinen Membership-Bereich empfehlen, auch für den kostenlosen Summit. Weil ich habe auch Summits gesehen, wo dann einfach bei der URL hinten irgendwelche kryptische Zahlenfolge rangepackt wurde, die man nicht unbedingt jetzt erraten kann. Ist alles gut und schön. Aber im Member-Bereich ist einfach nochmal sicherer. Und klar ist der Summit grundsätzlich for free, aber wir wollen ja damit auch was erreichen. Und wir wollen ja auch unser Business Summit aufbauen und wollen ja auch eine Liste aufbauen. So, und wenn wir das in irgendeiner Weise einfach nur komplett for free machen würden, dann bräuchten wir den ganzen Member-Bereich nicht. Aber wenn wir eine Liste aufbauen wollen, dann sollten wir da schon in irgendeiner Weise so ein bisschen den Content auch noch schützen. Und dafür ist der Member-Bereich halt da. Mhm. Katrin, bei dir zuckte eine Frage auf. Dein Audio ist noch aus. Also hört ihr mich? Was mich interessiert, wie heißt denn dieses Tool? Habe ich das Kaigo oder Skygo oder wie heißt das? Okay, das, was ich jetzt gerade nutze, heißt Kyvio. Also Kyvio. Allerdings, da gibt es auch viele, viele andere. Das ist halt nur ein Beispiel, wofür wir uns jetzt gerade entschieden haben. Und wir sind halt mit einer Second-Level-Agentur, die das hier in Deutschland vertreiben, irgendwie ziemlich, ziemlich eng verbunden, jetzt auch durch den Summit einfach. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür auch entschieden. Aber es gibt auch Kongress-Software, die halt wirklich das komplett für dich aufbauen, die speziell sogar für Kongresse das aufbauen, gibt es auch. Muss man halt eventuell ein bisschen mehr zahlen, aber das wäre auch eine Variante. Und also es gibt viel. Man muss halt einfach nur, ich glaube, bei so Sachen ist es immer wichtig, man guckt sich vielleicht 3 verschiedene Sachen an und entscheidet sich dann und that's it. So, weil grundsätzlich das Angebot ist groß. Das ist mega, mega groß. Es gibt ganz, ganz viel. So, und du bräuchtest wahrscheinlich schon 2-3 Monate, um alles wirklich auszutesten. So, von daher würde ich mich wahrscheinlich irgendwie auf Erfahrung von anderen verlassen, würde mir 3 Sachen davon angucken und dann für eine einfach entscheiden und dann damit gehen. Genau, also Builderall ist auch noch so ein Tool. Es gibt von Coachy auch die Möglichkeit, dann bist du allerdings bei Coachy auf der Seite, bei denen einen Kongress zu machen. Es gibt Elopage, auch das kannst du nutzen. Es gibt die Kongress Suite oder Suite, ich weiß nicht, wie man spricht. Kongress Suite, die nutzen wir. Das ist ein WordPress-Plugin. Und die Entwickler, die haben halt auch sehr, sehr, sehr lange und ganz viele Kongresse begleitet. Und da gibt es auch noch ein zweites Plugin dazu, die Member Suite, ne, dann entsprechend für Mitgliederbereiche, für Kursbereiche, ne, wo es dann auch Verkaufsseiten und der ganze Kram dann auch integriert ist entsprechend. Also es gibt mittlerweile echt viel auf dem Markt. Mhm. Genau. Katrin, hat das deine Frage beantwortet, oder? Ja, also das hat die Frage beantwortet. Grundsätzlich her von der Planung, wie gehe ich denn da am besten vor? Also ich habe eine Idee für so einen Kongress, was ganz konkret ist, jetzt sagen wir mal über das Bücherschreiben und dann suche ich mir Experten, schreibe die an. Wie gehe ich da einfach vor? Also wenn jetzt ein Zuschauer das jetzt diesen Talk anschaut, der hat eine Idee im Kopf und was macht er dann? Also du musst erstmal beim Kongress wie bei deinem Business dir ganz genau überlegen, für wen will ich diesen Kongress machen? Wer ist die Person, die damit erreicht werden soll? An welchem Punkt steht diese Person und was hat die für Herausforderungen? Und dann überlegst du, welche Experten genau für diese Person Lösungen haben. Also es bringt nichts, wenn du einen Experten hast, der genial in seinem Gebiet ist, der aber völlig andere Menschen mit seinen Dienstleistungen erreicht, weil das muss ja auch für den Experten spannend sein, auf deinem Kongress zu sprechen. Das heißt, du musst deinem Experten auch sagen, hier werden auch genau die Menschen im virtuellen Publikum sitzen, die du erreichen willst. Also da ist es wichtig, dass du einfach strategisch schon mal guckst, dass du eine Kongruität oder wie man das nennen könnte, also eine möglichst hohe Übereinstimmung findest, passt dieser Experte zu dem strategischen Ziel und zu dem Zielkunden, für den ich diesen Kongress mache, weil du dann ein viel höheres Commitment auch bei diesem Experten abholen kannst. Und dann kannst du ihm auch einfach sagen, guck mal hier, wir haben hier 10 Experten und jeder dieser Experten bringt die Leute, die er erreichen kann, mit in diesen Kongress rein. Und du, lieber Experte, machst das bitte auch. Dann wirst du deinen Menschen viele weitere spannende Aspekte zu deinem Thema präsentieren können. Und du wirst von den Menschen wahrgenommen und gesehen, die die anderen mit in diesen Kongress bringen. Das heißt, du erreichst ganz viele neue Menschen, die für dein Thema ganz, ganz spannend sind, also für die du ein sehr relevanter, spannender Experte bist. Und dafür kannst du deinen Menschen ein wahnsinnig spannendes Format vorschlagen.
Ja, das heißt, und da ist es auch ganz wichtig, dass man sehr liebevoll, aber sehr stringent sagt, das funktioniert auch nur, wenn du wirklich deine Menschen mit reinholst in den Kongress. Wenn du das nämlich nicht machst und das die anderen neun auch nicht machen, dann ist das eine schöne Veranstaltung, aber dann sprechen nur wir miteinander und das ist auch richtig toll, aber nicht das, was dieser Kongress machen soll. Wir wollen ganz viele Menschen erreichen und denen einfach gebündeltes Wissen von verschiedenen Experten zu einem Thema geben. Und das funktioniert umso besser, je genauer du diesen Zielkunden im Sinn hast. An welchem Punkt steht der? Was braucht der? Und wer kann ihm genau das geben? Wer hat einen ähnlichen Zielkunden, den er genau da an diesem Punkt abholt? Das heißt, einen Bestseller-Autor mit reinzuholen, ist cool, aber der schreibt nicht, um anderen Leuten das zu zeigen, wie man schreibt, sondern der will coole Geschichten machen. Und die Leute, die sich mit diesem Bestseller-Autor verbunden haben, sind auch keine Leute, die selber schreiben wollen. Die wollen lesen. Ja, das heißt, ihr erreicht vielleicht viele Menschen, aber für die ist der Kongress gar nicht interessant. Das ist für die überhaupt nicht, die wollen nicht wissen, wie man ein Buch schreibt. Das heißt, bei jedem Menschen, den du dafür potenziell in den Blick nimmst, musst du dir genau überlegen, passt der? Ist das für meinen Kongress? Also setzt der mir die Leute in meine digitale Zuschauerarena, die auch da reingehören? Und kann ich dem auch von den anderen Experten die Menschen quasi als Zuschauer präsentieren, die für ihn passen? Und wenn du das überlegst, dann bist du echt auf einem ganz guten Dampfer, auch die richtigen Experten zu finden und die auch richtig mit ins Boot zu holen. Na, weil jemand, der einen der überhaupt gar kein Geschäft machen will mit dem, was er macht, hat gar kein Interesse daran, dazu sprechen. Und der wird dir auch nicht so viel bringen. Aber wenn du es schaffst, diese Vorteile, die alle drei Parteien, Experte, Zuschauer und auch du als Kongressveranstalter, die wirklich gut miteinander zu harmonisieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du einen ganz tollen Kongress hinkriegst, mit dem auch alle drei Parteien ganz glücklich sein werden. Und ich glaube, ich würde ganz gerne noch irgendwie ergänzen, das kam bei Eva, glaube ich, nur zwischen die Zeilen rüber, es ist auch wichtig, dass du selbst mit dem Experten klarkommst. Weil du machst ja ein Interview mit dem, es muss ja in irgendeiner Weise auch eine Connection rüberkommen, es muss in irgendeiner Weise, ein Interview kommen ja irgendwie auch Emotionen rüber, weil das Thema spannend ist. Und wenn ihr selbst dann in irgendeiner Weise nicht so richtig miteinander connectet, dann kann es auch schwer sein, weil es dann schwer wird, irgendwie bei dem Zuschauer irgendwie richtig anzukommen, finde ich. So, von daher, meistens ist es so, wenn du eine ähnliche Zielgruppe hast, wirst du vermutlich ähnlich ticken, aber trotzdem ist es ganz gut, zumindest wenigstens vorher zu schreiben oder vielleicht auch ein kurzes 5 bis 10 Minuten einfach Gespräch mal kurz zu führen, um zu gucken, ob das überhaupt passt. Obwohl es auch nicht so einfach ist. Also Lena, du hast dein Mikro an, deswegen will ich... Ja, ich will dich nicht unterbrechen. Ich will dann nur auch noch was dazu sagen. Soll ich erst? Willst du erst? Okay. Aber sehr gerne du. Okay, genau. Ich häng mich da direkt ein. Kommt, ich sag mal, wenn du schon eine Expertise hast in dem Bereich, in dem du einen Kongress veranstaltest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da auch zumindest teilweise auf dein ohnehin schon vorhandenes Netzwerk zurückgreifen kannst, was Experten betrifft. Ne? Also, dass du mit zumindest einem Teil deiner Kongressexperten ohnehin auch schon gearbeitet hast oder sonst irgendwie Berührungspunkte hast oder die mittelbar kennst über andere, mit denen die schon zusammengearbeitet haben, dann macht es, glaube ich, auch noch ein Stück weit einen Unterschied. Machst du eher einen Umsetzungskongress oder einen sehr spezifischen Kongress auf ein Thema oder machst du eher einen Inspirationskongress, sage ich mal, der so das Big Picture mehr oder weniger malt? Das in diese Richtung war mein erster Kongress. Da hast du dann auch nochmal ein sehr großes Commitment sowohl der Experten als auch der Zuschauer zur Sache. Ne? Und dann teilen die auch wie wild. Also ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, 20 meiner 40 Experten waren sowieso überhaupt nicht online, geschweige denn, ne, dass sie irgendwie riesige E-Mail-Listen gehabt hätten. Ja, aber, also Wie Eva sagte, ne, was verfolgst du für ein Ziel auch mit dem Kongress? Letztlich muss man schon sagen, so ein
Online-Kongress ist ein Online-Marketing-Instrument, ne? Und wir benutzen die Instrumente des Online-Marketings und Dominik hat gerade auch schon gesagt, so ein Kongress ist in der Regel auch kein Selbstzweck, es sei denn, also meine erste, allererste Idee eines Kongresses und dieser Kongress steht immer noch nicht, ich hoffe wirklich, dass der auch noch ins Leben kommt, war den für meinen Verein Motherhood zu machen, weil ich gesagt habe, okay, es gibt Wissen, das muss einfach raus, ja, viel mehr Menschen brauchen besseres, aktuelleres Wissen zum Thema Geburt. Und da hatten wir da ging es überhaupt nicht um Online-Marketing. Da wollte ich keine E-Mail-Liste aufbauen, an die ich irgendwas verkaufen kann. Da wollte ich kein Produkt hinter irgendwie launchen. Da ging es wirklich nur um, einfach um Überzeugung, um eine Sache, die mir absolut am Herzen liegt und die ich rausbringen wollte. Ne? Und das ist schon auch wichtig, dass du einfach, und dann ist es auch überhaupt nicht wichtig, dass ich Leute einlade, die selber Online-Marketing verfolgen und die eine große E-Mail-Liste haben, sondern genau das, was Lena gerade gesagt hat, dann ist wichtig, dass denen das alles wirklich am Herzen liegt und dass die auch sagen, okay, egal auf welchem Weg, wir unterstützen dieses Ding, dass das in die Masse geht und dass viele Leute das sehen. Und an Lenas Kongress sieht man, ja, also Lena hat diesen Kongress veranstaltet mit der Hälfte Leute, die nicht im Online-Business tätig waren und hat trotzdem über 10.000 Menschen erreicht. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Also ich würde sagen, viele der Kongresse, die jetzt stattfinden, erreichen so 2.000, 3.000, 4.000 Menschen. Auch das ist richtig, richtig viel. Ja, da braucht man bei einem regulären Online-Business eine ganz schöne Weile, bis man diese Menschen erreicht hat. Aber 10.000 ist schon nochmal ein anderer Schnack. Das ist richtig viel. Und da sieht man halt, da hat Lena die Menschen einfach gepackt mit einem Thema, für das sie gebrannt haben. Und da haben sie gesagt, okay, wir werden alle Pfade nutzen, die wir finden, um diesen Kongress in die Welt hinauszutragen. Ne? Und ja, da ging es dann auch viel um Vertrauen, ne? Und Vertrauen, was schon da war oder was dann aufgebaut wurde. Und das sind auch die, ich sag mal, das ist so diese Art Kongresse, das wäre wahrscheinlich auch bei dem Motherhood-Kongress so, bei ähnlichen Kongressen. Es gab zum Beispiel einen zum Thema Down-Syndrom. Ne? Da sind die Kongresspaketverkäufe oft sehr, sehr hoch und machen wirklich Sorgen dafür, dass der Kongress trotzdem auch sehr rentabel werden kann, selbst wenn jetzt nicht direkt ein Produkt dahinter hängt. Während, sag ich mal, reine Online-Marketing Kongresse, also der Kongress als Tool, schon auch erstmal im ersten Schritt durchaus ein Zuschussgeschäft sein können. Ne? Eva, gibst du mir wahrscheinlich recht, also eher eine Investition in den Aufbau oder Ausbau deines Business auch sein können. Habe ich ganz viel erlebt. Ich selbst habe es zum Glück nicht erlebt. Also ich habe immer deutlich mehr aus jedem Kongress rausgeholt, als ich reingegeben habe. Aber ich höre das immer wieder auch bei Leuten, dass sie nicht das rausbekommen, was sie sich gewünscht haben. Wo ich aber schon immer denke, okay, vielleicht wäre es auch gut gewesen, nochmal mit jemandem, der einen richtig erfolgreichen Kongress hatte, einfach nochmal zu besprechen, wie ist die Strategie, was willst du damit überhaupt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und das ist in jedem Fall vor allem eine riesige Zeitinvestition, ne? Was wir gerade auch gesagt haben. Da musst du auch richtig doll in Vollleistung gehen und die Zeit, hätte ich die mir jetzt aufgeschrieben mit einem anständigen Gehalt, das hätte ich nicht rausgekriegt. Also da bin ich absolut in Vollinvest gegangen. Aber alles, was ich finanziell reingegeben habe, habe ich mehrfach rausbekommen. Also da habe ich schon immer die finanziellen Ressourcen sehr, sehr gut wieder rausgekriegt. Zeitlich hätte mir das jemand bezahlt. Also das habe ich nicht rausgekriegt. Aber das ist eben das Invest, wo du einfach in Vollleistung gehst, um es dann noch aufzubauen. Katrin, du hast gerade dein Mikro angemacht. Hattest du einen? Ja, ich hatte eine kurze Zwischenfrage, aber ich glaube, das hat sich schon geklärt. Es ging darum, was die Lena meinte mit, da waren die Umsätze viel höher bei dem Down-Syndrom. Kann man da tatsächlich, ich hätte das jetzt als Herzensthema, hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich gar kein Geld für genommen, sondern ich hätte einfach Experten zu dem Thema eingeladen. Und das, die Audience wären dann einfach betroffene Familien, Mütter, Eltern, Großeltern gewesen. Und wahrscheinlich hätte ich da überhaupt kein Geld für genommen. Das hätte ich mir gar nicht getraut. Also möglicherweise liege ich da falsch. Das ist ein Mindset-Thema, würde ich sagen. Ja, also
Ich weiß nicht, es war dann auch ein recht günstiges Kongresspaket, wenn ich mich erinnere, mit 40 Euro oder so. Aber das war, also auch Eltern eines Down-Syndrom-Kindes nagen nicht zwingend am Hungertuch. Und die am Hungertuch nagen, für die findet man auch immer eine Lösung. Also das habe ich auch immer so gehandhabt bei meinen Kongressen. Erst recht beim ersten, ne? Da ging es um freies Lernen und freie Bildung in erster Linie. Ne? Und dann gibt es auch Interessierte oder Verwandte, ne? Oder Leute, die einfach, die Arbeit honorieren wollten, die dahinter steckt, ne? So wie man auch was spendet, beispielsweise schlicht und ergreifend. Ne? Also und auch da wieder, ich sag mal, wer das nicht machen will, der muss es nicht. Der hat diesen Zeitraum Zeit, die Interviews kostenlos zu schauen. Aber das ist, also das war auch bei diesem speziellen Kongress ein Thema, was durchaus anfangs aufkam in der Community. Ne, wo die Veranstalterin aber auch souverän mit umgegangen ist, weil sie sich für sich klar war damit. Und ich meine, seien wir ehrlich, gut, du bist Ärztin, es wird Geld verdient und das ist auch total in Ordnung so, weil es wird Arbeit geleistet mit auch mit, ja, mit Krankheiten, mit Sterben, mit Menschen, denen es schlecht geht, weil es auf der anderen Seite auch Menschen gibt, ne, die da ihre ganze Zeit reinstecken und auch von irgendwas ihre Miete bezahlen müssen. Mhm. Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, passiert gerade bei solchen Kongressen auch noch wirklich überproportional häufig. Also du kriegst, glaube ich, bei jedem Kongress Feedback von den Teilnehmern. Ich hoffe, zumindest habe ich es bisher so erlebt, überwiegend positiv. Ja, aber uns gibt es auch wirklich viele Leute, die sagen, Mensch, ich finde das so toll, was du gemacht hast. Du hast mir so geholfen. Du hast mir so viel Mut gemacht. Du hast mich so inspiriert. Ich will dir unbedingt was dafür geben. Kann ich dir irgendwas spenden? Ich habe keine Spendenmöglichkeiten bei meinen Kongressen gehabt. Ich habe gesagt, ja, kauf gerne einfach so ein Kongresspaket. Dann kannst du dir das auch nochmal angucken. Und das kommt wirklich häufig, ne? Weil das ist, es ist auch wirklich nicht, es ist wirklich ein irres Zeitinvest, selbst wenn es nur 3 Monate sind, ja, wenn ich 3 Monate Vollzeit arbeite an so einem Kongress, die Experten ihre Zeit da reinstecken, wenn man das mal hochrechnet, was da sozusagen an Stunden Arbeitszeit drin ist, die ich jemandem kostenfrei zur Verfügung stelle, um ihm weiterzuhelfen und um ihn wirklich in bestimmten Dingen einfach inhaltlich fitter zu machen. Das macht bei ganz vielen Menschen einfach auch diesen Wunsch, irgendwas zurückzugeben. Und es ist absolut in Ordnung, so ein Kongresspaket dafür einen Preis zu nehmen. Und wie Lena schon gesagt hat, finde ich es auch total okay, wenn jemand sagt, es ist mir super wichtig und ich würde es mir gerne nochmal anschauen, aber ich kann mir das nicht leisten. Dann zu sagen, okay, wir finden irgendeinen Weg, der für dich geht. Ja. Wir haben auf Facebook gerade nochmal auch nochmal genau einen Hinweis. Katrin, es gab tatsächlich in der Down-Syndrom-Community einige Diskussionen darüber und einige Eltern waren etwas befremdet, dass man mit dem Thema Geld verdienen kann. Die allermeisten haben die Veranstalterin aber unterstützt und waren dann im Endeffekt auch von dem sehr guten Content überzeugt. Also genau das, was Lena gerade gesagt hat. Ja, das, also man verdient ja nicht... Ja, also das verstehe ich total und da steckt natürlich Arbeit drin und die Leute zusammenzuholen, die Experten zu aktivieren und zu motivieren, was zu erzählen. Und im Prinzip ist ja dieser Kongress über, ich habe das jetzt nicht mitbekommen, dieses Down-Syndrom-Kongress, aber der Kongress ist ja nichts anderes als eine Schulung für die Eltern oder die Betroffenen, die Beteiligten, die mit den Kindern oder mit den Betroffenen oder Erkrankten zu tun haben. Und von daher, ja, das kann ich mir wieder Diabetes-Schulung vorstellen, die ja auch natürlich bezahlt wird, dann in dem Fall von der Krankenkasse. Oder du kaufst dir ein Buch über das Down-Syndrom, hast es aber da eben mit Live-Experten, denen du Fragen stellen kannst. Das ist natürlich ein extremer Mehrwert und da sind wir auch wieder bei dem Vorteil von so einem Online-Kongress. Also von daher, ich verstehe das total und mein erster Gedanke war, ja, da kann man ja wirklich einen Kongress zu machen. Und in dem Moment, ihr habt mich vielleicht denken sehen,
Bluthochdruck oder Übergewicht und alles Mögliche, was so in der Hausarztpraxis auftaucht, Rückenschmerzen, richtiges Sitzen auf dem Arbeitsplatz, da fallen mir so viele Dinge ein, wo man einen Kongress zuhalten kann, aber da fehlt einfach die Zeit. Aber jetzt nochmal, weiß nicht, ob ich vorweggreife, wie gehe ich denn jetzt vor? Also ich habe Experten, frage die, komme mit denen zurecht und die bieten ihren Mehrwert und die sehen auch ihren eigenen Mehrwert in so einem Kongress. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt 3, 6 oder 9 Monate oder noch länger an diesem Kongress Vorbereitung gesessen, was habt ihr da gemacht? Okay, also, du musst, je bekannter, je berühmter, je gefragter deine Experten sind, desto schwieriger ist es, Termine mit denen zu finden. Schon allein das ist wirklich extrem schwierig, wenn du mehr als 5 Leute koordinieren musst, mit denen Termine zu finden, wo du Interviews aufnimmst. Dann hast du, du musst deine Kongressseite bauen, du musst deinen Membership-Bereich bauen, du musst deine einzelnen Expertenseiten bauen, du musst gucken, dass alle Interviews geschnitten werden, du musst rausfinden, was der Experte unter seinen Interviews gerne stehen haben möchte, du musst deinen Experten kennenlernen, um den wunderbar auch vorstellen und präsentieren zu können. Das musst du alles auf dieser Expertenseite auch beschreiben. Du musst ständig und permanent eine gute Beziehung zu deinen Experten aufbauen, um dafür zu sorgen, dass sie deinen Kongress auch wirklich unterstützen und bei der Promotion mitmachen. Du musst die ganzen Werbematerialien aufbauen. Du musst gucken, dass du vielleicht eine Facebook-Werbung schaltest. Du musst deine ganzen E-Mails produzieren und vorschreiben. Du musst deine Videos schneiden. Du musst vielleicht einen Trailer produzieren. Du willst vielleicht dein Startseitenvideo aufnehmen. So, also da gehen einige 100 Stunden Zeit so ins Land, würde ich mal sagen. Die Checkliste? Kann ich da eine Checkliste haben? Oh, das ist doch meine E-Mail-Adresse. Wir hätten da sowas. Und nicht zu vergessen, die Zeit, die du möglicherweise brauchst, weil dich ärgerst, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie du gedacht hast und dann keinen Bock mehr hast, irgendwas weiterzumachen. Ja, wirklich. Ich habe bei meinem ersten Kongress, hat es nicht funktioniert. Du musst die Menschen ja per Doubled Opt-in reinholen. Ja? Die müssen sich anmelden und dann müssen die nochmal bestätigen. Und ja, der Techniker, den ich hatte, konnte uns bei gewissen technischen Hürden nicht so helfen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und alle Leute, die sich angemeldet haben, haben den Bestätigungslink nicht bekommen. Das heißt, legal durfte ich sie nicht wieder anschreiben. Und zwar 500 Leute oder sowas in einem Zeitslot. Und es wurde irgendwie minütlich, wurden es mehr Leute und ich bin fast durchgedreht und wir haben 2 komplette Nächte, also 48 Stunden, 2 Nächte hier gesessen und durchgearbeitet. Ich habe hier so gesessen und habe gesagt, ich sage jetzt den ganzen Kongress ab, ich habe keine Lust mehr. Ich war mit meinen Nerven echt irgendwo unterkante Arschritze. Es war wirklich furchtbar und ich wollte überhaupt nicht mehr. Und mein Mann hat gesagt, ey komm, das kriegen wir jetzt hin, ich hole mal noch einen Kaffee und das wird schon irgendwie. Und wir haben diese ganze Technik auseinandergebaut, 2 Nächte lang, bis es dann wieder ging. Und sowas, also das, was wir vorhin schon gesagt haben, man wird echt gut im Improvisieren. Und es gibt wirklich auch immer Dinge, die nicht klappen, die musst du dann irgendwie fixen und die Anmeldung klappt dann hier nicht und dann ist da irgendwie ein Bug auf der Seite und dann hast du eine falsche E-Mail mit einem falschen Link rausgeschickt und das Interview ist gar nicht live gegangen und dann hast du plötzlich was Falsches verlinkt und dann hast du den Olaf Dennis genannt. Also es gibt so verschiedenste Dinge, die passieren und die auch immer wieder passieren und dann musst du das Interview nochmal aufnehmen, weil einer war krank und also ja, es sind schon wirklich, man unterschätzt das auch leicht und denkt, yo, mache ich mal eben, ne? Und ich glaube, Dominik ist jetzt ja gerade aktuell eine Woche noch weiter quasi eben geschehen, als ich das gerade mit dem Hacky mit unserem Wachstumskongress bin. Und Dominik hat schon gesagt, ihr seid im Moment wirklich einfach krass am Rotieren, oder? Ja, sind wir. Also, das ist, wie gesagt, wir haben irgendwie, die Idee an sich ist so mega geil und das macht so einen mega, mega Spaß, mit den Experten zu sprechen, die Interviews zu machen, irgendwie daraus zu lernen. Und man hat wirklich den Kopf voll mit Ideen, was man jetzt noch alles machen könnte und so weiter. Aber jetzt stehen auch wirklich einfach Promotion an. So, und das sind halt teilweise 3-mal täglich live gehen, irgendwelche nochmal Kurzinterviews machen und so weiter, bekannt werden und. So, gerade für jemanden, der eventuell noch kein Online-Business vorher hatte, ist das eventuell nochmal schwerer, weil eventuell davor noch Zeit investiert werden muss, um überhaupt zu lernen, wie funktioniert denn das überhaupt? Ich meine, Facebook-Ads, klar, dann holst du dir jemanden, der das für dich macht.
ja, aber so jetzt mal Post schreiben und so weiter, musst du eventuell dann schon vielleicht alleine machen. Oder dann live gehen, das kann auch nicht unbedingt jemand für dich machen, weil du willst dich ja zeigen, wenn du derjenige bist, der die Interviews führt. So, und wirklich dieses ganze Promotion-Ding. Und ich bin ja jetzt erst irgendwie seit einem halben Jahr wirklich mehr in der Öffentlichkeit. Vorher habe ich mehr so im Hintergrund was gemacht, außer mal ein paar Interviews geführt oder sowas. Und das ist halt schon an einer bestimmten Stelle ist es halt auch ein bisschen fordert und auch wirklich auch energieraubend, wirklich. So, man steht halt morgens auf mit so, yeah, voll die Energie, aber abends bist du auch kaputt. So, und abends kann halt auch sein, dass es eben nicht abends um 6 ist, sondern abends um 10. Oder um 11, 12. Oder was auch immer. Oder um 4 oder um 6. Also, oder gar nicht. Also es sind dann einfach auch so kleine Details, ne, die du dann irgendwie noch machen musst, die dann hinterher wichtig sind, die dann plötzlich ganz viel Zeitraum. Das soll aber absolut keine Entmutigung sein. Also ich glaube, wir haben jetzt alle, egal an welchem Punkt wir stecken, Cindy und Heike lachen sich schon kaputt, weil es hört sich jetzt an, als wäre es der absolute Horror, einen Online-Kongress zu machen. Und es ist ein großes Projekt. Ein Online-Kongress macht man nicht nebenher in 3 Wochen, um mal gerade irgendwie das Online-Business aufzuziehen. Es ist ein großes Projekt. Es ist das größte Projekt, das ich kenne, um in ein Online-Business zu starten, aber ich kenne kein besseres. Also ich finde, es ist ein fantastisches, also als Anfänger musst du schon auch wirklich einiges leisten, um das wirklich zu stemmen, ja, aber ich kenne nichts, was dir eine solche Präsenz in deinem relevanten Zielfeld gibt, wie so ein Online-Kongress. Ich kenne nichts, was dir so geniale Kontakte zu anderen Menschen verschafft und einfach so eine fantastische Startrampe gibt, um dann wirklich loszuspringen, ne? Aber es ist kein kleines Projekt. Es ist ein großes Projekt, es erfordert Zeit, es erfordert viel Energie, viel Konzentration, es erfordert auch Geld, aber es ist das Beste, finde ich, was man machen kann. Ja, und sagen wir mal ehrlich, ansonsten machst du diese Arbeit halt verteilt über 2-3 Jahre als Aufbauarbeit. Ne? Also es ist halt einfach ein Event und dann, ne, durch die Koordination der ganzen Leute stellst du dir vor wie ein Kartenhaus oder sowas. Und wenn du da zwischendurch mal eine Karte unten rausziehst, brauchst du 8 Hände, die es festhalten. Kümmern, ja. Aber dadurch entstehen ja auch wiederum Dinge, ne? Also so chaotisch, wie das alles war, das sind zum Teil dann auch Stories, die in, ja, was zusammenschweißt und was dir dann auch Jahre später noch erzählst, ne? Eine Expertin hat uns heiße Suppe gebracht, dann irgendwie mittendrin. Facebook-Experte ist aus Wien angereist und hat die Nacht bei uns verbracht mit seinem Hund. Also das sind ja auch so Sachen. Und all das kann man sich ein wenig ersparen mit entsprechendem Know-how und Planung vorher. Ne? Also ja, und trotzdem. Und wie gesagt, ansonsten bekommst du ja auch nicht mal eben so irgendwie 2, 3, 4, 5, wie viel auch immer, 1000 gut zu dir passende Menschen mal eben mit einem Schnack in deine Liste. Ne? Also das passiert auf anderen Wegen ja auch nicht durch Zauberhand. Da musst du immer was für tun. Und es ist ein super Tool. Es ist aber auch sicherlich nicht für jeden das Geeignete. Also es muss einem auch liegen und Spaß machen. Und man muss das mögen. Obwohl ich finde, das ist ein absoluter Wachstumsturbo ist. Es ist ein totaler Turbo in die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Du musst ganz viele Sachen machen, die du vorher noch nicht gemacht hast, ja, und dich irgendwie auch einfach trauen. Ich weiß noch, das erzähle ich immer wieder, dass ich bei Katrin Hill ein Jahr vor dem Kongress mir ihre Challenge angeguckt habe und gesagt, ja, du musst Live-Videos machen. Und für mich klar war, okay, Reichweite, Facebook ist nichts für mich. Auf gar keinen Fall mache ich Live-Videos. Ich vor die Kamera, das kommt nicht in Frage. Und war mir absolut sicher, dass das nichts für mich ist. Ja, und ich weiß noch, meine ersten Videos waren so, so schlecht. Das kann ich mir, also ich möchte es mir nicht mehr angucken. Und es war auch wirklich ganz fürchterlich. Und ich musste ganz, ganz viel lernen. Ja, und manche Leute tun sich da leichter, manche tun sich ein bisschen schwerer. Aber es ist, finde ich, eine coole Investition.
Sidi und Heike, ihr hattet gerade euer Mikro auf und ich glaube, wir haben euch abgewürgt. Ja, wir wollten euch fragen. Ich meine, ihr sprecht immer vom Team und ihr müsst koordinieren und so weiter. Und du, Eva, bist ja sogar im Sprint da durchgaloppiert in 3 Monaten. Ja. Da wollten wir euch noch fragen, was heißt denn Team? Also was sagt ihr, ist so eine gesunde Mitgliederzahl, die so ein Aufbau vom Kongress einfach braucht? Und vor allem, wo findet ihr gute Teammitglieder? Also ich meine, das ist ja das A und O und im Unternehmertum generell Humankapital und dann wirklich auch A-Team-Mitarbeiter. Es ist so schwer, das auch wirklich zu finden. Ja, wo du nicht hinterher noch mehr Arbeit hast. Ja, tatsächlich. Ja, also hier ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Ich habe das riesige Glück, dass mein Mann sich total begeistert hat für das ganze Thema und echt voll mit eingestiegen ist und eigentlich so mein bestes Teammember ist, würde ich sagen. Und mein Vater schneidet mir alle Videos, das ist auch total genial. Meine Mutter schreibt mir Zusammenfassungen, also auch super. Ich habe quasi schon echt ein kleines Familienunternehmen gegründet. Die sind alle irgendwie involviert. Dann habe ich eine wirklich super gute VA, die mir einfach auch ganz viel abnimmt. Und inzwischen habe ich auch ganz viele ganz, ganz großartige Leute, die gesagt haben, ich finde das, was du machst, total spannend und ich würde gerne von dir lernen, was du machst. Ich mag jetzt mich aber nicht in irgendein teures Coaching-Programm einkaufen. Vielleicht können wir so einen Deal machen. Ich unterstütze dich ein bisschen, ich helfe dir und ich arbeite ein bisschen mit und dafür kann ich mich so an dein Wissen andocken und das funktioniert auch super. Das sind total großartige Leute, die wirklich mich ganz, ganz toll unterstützen. Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt so, naja, sagen wir mal, mit meinem Familienteam so 7, 8 Leute habe, die irgendwas drumherum an der einen oder anderen Stelle machen. Ja, 7, 8 Leute ist schon wirklich eine Nummer. Also generell, wenn du das jetzt umrechnen würdest, es wären externe Mitarbeiter und die möchten natürlich auch was dafür haben, für die Tätigkeit, die sie tun. Mhm. Und das über 3 Monate hinweg gedacht, ist es dann wirklich auch, ja, kostenintensiv, zeitintensiv. Also, wie man jetzt ein bisschen mitbekommt, hat sehr großes Mammutprojekt, aber dennoch hinten raus sehr lukrativ und lohnenswert. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt, Lena, du hast gerade Luft geholt. Ich schmeiß gerade noch eine Sache rein, aber und dann lasse ich sofort dich weiter erzählen. Wir haben jetzt beim Wachstumskongress auch verschiedene Interviews, wo es um das Thema Teamaufbau und Teamführung geht. Und da wird gesagt, ab so einem Team von so 8 bis 10 Leuten ist Führung eigentlich ein Vollzeitjob und nicht mehr irgendwie so nebenher zu machen. Und schon bei 4 bis 6 Leuten sollte man sich allein für das Thema Führung einen kompletten Wochentag mal im Kopf in der Zeit einfach wegplanen, die nur dafür quasi anfällt. Auch das nochmal dazu, was macht ihr denn überhaupt? Was tut ihr denn die ganze Zeit? Du musst halt auch wirklich einfach viel koordinieren. Ne? Du musst dem einen sagen, okay, die Arbeit ist bis zu dem Stück gemacht, kannst du hier einschreiten, mach hier weiter, wenn das nicht geklappt hat, wo findest du alle Informationen, um das machen zu können, was ich jetzt von dir will? Wie funktionieren diese Tools? Da kommt echt viel zusammen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir an Lena übergeben, weil du gerade sagst, es ist ein Projekt, das man sehr, sehr gut planen muss und auch wirklich sehr viel koordinieren muss. Diejenigen, die jetzt schon einen Kongress veranstaltet haben, arbeitet ihr auch wirklich mit Projektmanagement-Tools, also dass ihr wirklich so Timeslots macht, die ersten 8 Wochen muss bis dahin das und das erledigt sein, bevor wir mit Projektabteil B starten können und wenn ja, wie koordiniert ihr auch das? Also ich habe keinen Milestone-Plan, sondern ich habe einfach ein Trello-Board. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Terminchaot bin. Und da auch manchmal das ein oder andere rüber, also ne, ich da dann jemanden brauche und der irgendwie sagt, jetzt hier, der Termin ist irgendwie vorbei, wir müssen jetzt mal hier irgendwie gucken, dass wir da in die Spur kommen. Aber bisher hat das trotz allem immer relativ gut geklappt, weil ich dann einfach auch, also ich nehme zum Schluss immer relativ viel Speed auf, wenn ich weiß, okay, Zeit wird jetzt eng und jetzt muss ich einfach mal durchkloppen und dann habe ich halt auch einfach wirklich Nächte, in denen ich wenig schlafe, wo ich bis um 3 arbeite und morgens um 6 wieder aufstehe. Das ist dann eben so. Das ist für mich aber auch völlig okay, das ist im Moment bei mir part of the game. Aber nein, ich habe keinen Milestone-Plan, sondern ich habe so eine Daumenkalkulation und ich weiß ungefähr, was wann passieren muss. Und wenn es hinten eng wird, dann arbeite ich einfach ein bisschen mehr. Ich glaube, dazu würde ich auch ganz gerne was sagen, weil wir benutzen auch Trello, haben das aber auch, glaube ich, 2-mal irgendwie umgeschmissen, wie wir Trello benutzen für das Ding. Und ich glaube, cool wäre es schon in irgendeiner Weise, wenn man so einen Plan hat.
Ich glaube aber auch, man muss der Typ dafür sein, der halt einen Plan hat und dem dann folgt. Weil es bringt nichts, wenn man sich einen Tag oder zwei Tage hinsetzt und einen coolen Plan aufstellt und dann sowieso alles anders macht, weil dann hätte man sich die zwei Tage auch sparen können. So, und solange du weißt, dass du jemand bist, der gerne plant und wirklich Pläne verfolgst, ist das mega, mega geil. Und dann, wie gesagt, Trello funktioniert gut, man kann sich Asana angucken, das würde auch gut funktionieren. Und auch ganz ehrlich, Jira, wenn man will, kann man auch ziemlich einfach irgendwie sich aufsetzen. Aber wenn du weißt, dass du eben nicht so der Typ bist, der wirklich Pläne verfolgt, dann wäre es vielleicht cool, einfach bloß so eine Woche vielleicht im Voraus zu planen und nicht irgendwie 3 bis 6 Monate, weil das nämlich eine größere Wahrscheinlichkeit hat, eingehalten zu werden. Mein Wort zum Sonntag. Ja, also ich hatte dahingehend den Vorteil, ich war im Angestelltenverhältnis Führungskraft und nicht umsonst ist es da in aller Regel so, dass du dann so gut wie kein Tagesgeschäft hast, sondern dass Führung und Koordination halt dein Job ist, ne? Und dummerweise legt man auch da nicht permanent die Füße hoch. Das heißt, irgendwie ist damit auch was zu tun. Das hat mir dahingehend genutzt. Die andere Seite war allerdings dummerweise weder mein Mann noch ich sind irgendwie Techies. Wir konnten keinen Blog aufsetzen oder sowas, ne? Also insofern brauchten wir ganz viel Hilfe von außen, die ne, so anno 2015 in dem Bereich auch noch teilweise schwer zu kriegen war. Aber ne, und auch das will alles koordiniert sein. Insofern war es so wahr und ist es bei uns tatsächlich so, dass es dann eher auch die finanzielle Größe ist, ne? Die finanzielle Investition und da dann schon die Frage, ob sich der Kongress auch dahingehend rentiert oder eine Investition ist. Wir haben allerdings auch da, muss man dazu sagen, wir haben 3 Kinder und da ist auch permanent, ne? Also die sind jetzt nicht ganztags betreut oder sowas. Insofern ist das ja auch noch ein zeitlicher Faktor, schlicht und ergreifend. Wir haben inzwischen 2 VAs, die fix für uns arbeiten. Unsere IT-Fee, nenne ich sie immer, die wir aus dem Kongressumfeld kennen und die schon dann den 2. Kongress für uns gewuppt hat und mit der wir auch sonst jetzt permanent zusammenarbeiten. Dann jemanden im Bereich des E-Mail-Marketing, also so das reine Team sind eigentlich dann so 4 Leute ungefähr. Und im Grunde, das war auch während der Kongresse eigentlich so, da hatten wir im 1. Kongress noch 2 oder 3 hauptsächlich aus dem Kongressveranstalterumfeld für Support. Support ist mit der Zeit immer weniger geworden, weil man einfach schon, ne, weil viele Veranstalter aus der Erfahrung und je besser die Tools wurden, dann vieles wussten und ne, weil im Grunde alles so dieses falscher Link raus, gar kein Link raus, E-Mail ging nicht raus. All das führt dazu, dass du irgendwie 500 Mails bekommst, à la, sollte nicht um 18 Uhr das Interview online gehen, ich habe noch gar keinen Link. Oder wo finde ich das denn? Oder es ist noch keine Mail da. Oder dass Leute sich nicht einloggen können und der ganze Schmonz. Dann, aber da haben wir auch für Kongresshandbuch und so weiter, haben wir beim 1. Kongress auf Leute aus der Community zurückgegriffen, ne, die dann die Interviews zusammengefasst haben und so. Das haben wir dann im 2. auch vergeben, also so, aber im Schnitt würde ich sagen, waren es immer so 6 Leute ungefähr, die bei uns zugange waren und immer auch jemand für Facebook-Ads. Also da hatte ich nicht die Kapazitäten für, das ständig nachzuverfolgen, was da Sache ist. Und das hätte, glaube ich, auch mehr Geld gekostet, als das jemanden machen zu lassen. Ja, ich glaube so 5 bis 6 ist auch wirklich eine gute Zahl. Bei uns sind das auch, wir haben auch mehrere Helplines uns rangeholt, weil es einfach... weil wir das Gefühl hatten, wir müssen mehr mit den Experten auch kommunizieren und uns mehr aus diesem eigentlichen Tun ein bisschen mehr rausnehmen, weil
das Tun an sich, wie eine Seite aufsetzen oder ein Interview schneiden, das brauchen nicht wir unbedingt machen. Aber was wir definitiv machen müssen, ist halt mit unseren Kunden zu sprechen, mit den Interessenten zu sprechen, wie gesagt, live zu gehen und halt auch die Experten halt irgendwie zusammenzukriegen, zu animieren, mitzumachen und so weiter. So, von daher haben wir da auch mehrere Helfer uns rangeholt. Facebook Ads hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Super, super, Marc, vielen Dank. Einfach mal so, falls du es siehst. für Instagram haben wir uns jemanden geholt. Wir haben jemanden geholt, der uns einfach im Tagesgeschäft auch hilft. Aber wie Lena gerade auch schon sagt, es ist auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass je mehr Hilfe du hast, umso mehr musst du auch koordinieren, dass auch wieder deine Zeit ist. Und das muss halt wirklich, man muss halt gucken, dass man da irgendwie sich die Waage hält. Und ich war halt in meinem alten Job früher, ich war auch Teammate gewesen und die gingen teilweise hoch bis auf 20 Leute. Und das ist halt einfach nicht mehr managebar, weil es einfach wirklich zu viel ist. Und wie Eva schon sagte, so 6 ist eigentlich irgendwie ein cooles Team. Das kannst du noch alleine managen, aber da musst du schon aufpassen, wie viel eigentliches Tun du überhaupt noch einplanen kannst und wie viel wirklich reine Managementaufgabe ist. Der Gründer von Amazon hat übrigens gesagt, ein ideales Team ist, wo man 2 Pizzen das ganze Team satt machen kann. Also das ist eine optimale Teamgröße, 2 Pizzen und das Team ist glücklich. Und er macht das ganz geschickt. Das müssen wir jetzt natürlich nicht machen, aber er hat dann mehrere Teams, die auf verschiedene Projekte ansetzen und die arbeiten gegeneinander. Das heißt, die arbeiten nicht in dem Team gegeneinander, sondern jedes Team ist im Wettbewerb mit einem anderen Team. Und dadurch holt er natürlich das Beste raus. Das aber nur am Rand. Ja, also ich glaube wirklich, ganz alleine ein Projekt zu stemmen, das geht nicht. Also wenn man ganz alleine eine One-Man- oder eine One-Woman-Show ist, also das geht vielleicht, wenn du ein Jahr Zeit hast und wenn du sagst, ich will mich jetzt in aller Ruhe in alles reinarbeiten, aber es ist auch die Frage, ob dein Humankapital da so gut aufgehoben ist, wenn du dich in alles reinarbeitest oder ob es dann nicht schlauer ist zu sagen, okay, es gibt Bereiche, die machen mir viel Freude und es gibt Bereiche, die kann ich auch einfach nicht abgeben, also dann irgendwen anders abzugeben, die Interviews zu führen, nee, ja, also das geht nicht. Aber es gibt wirklich viele Bereiche, da ist es total sinnvoll, die Unterstützung zu holen. Es muss natürlich auch immer irgendwie in deine Ressourcen auch finanziell reinpassen. Ja, die wenigsten Leute sagen, ach Mensch, ich wollte eigentlich schon immer mal nur Videos schneiden. Kann ich das umsonst für dich machen? Ja, aber häufig findet man auch Deals. Also ich habe auch schon erlebt, dass man innerhalb der Kongressveranstalter-Community, dass die einen gesagt haben, pass mal auf, ich unterstütze dich bei deinem Kongress und lerne erstmal so ein bisschen mit, ich gehe dir ein bisschen zur Hand und wir machen so wie so ein Buddy-System und du stehst mir dann dafür bei meinem Kongress auch einfach als Mentor zur Verfügung. Ich kann dich fragen und du, ne, hilfst mir so über die Klippen hinweg. Auch das ist eine tolle Idee, wie man das so ein bisschen... Ja, wie man sich auch da ein Team aufbauen kann, ohne finanziell tief in die Tasche zu greifen, wenn man gerade am Anfang steht und damit loslegen will. Genau, ich denke auch gerade diese Deal-Geschichte ist irgendwie etwas, was wir als Kongressveranstalter ganz, ganz doll in den Fokus setzen sollten. Weil nämlich mit Deals kann man ganz, ganz viel erreichen und das muss nicht immer monetäre Deals sein. Das kann etwas sein, was du schon hast, wie ein Kurs, wenn du halt eben noch nicht neu anfängst, sondern schon was hast. Oder Coaching-Sessions oder halt wirklich, wie Eva sagte, irgendwie danach mal helfe ich bei dir, irgendwie eine Hand wäscht die andere mäßig. Oder Beteiligung oder was auch immer. Du hast viele, viele Tools wirklich an der Hand, mit denen du Deals wirklich eingehen kannst. Du musst sie halt nur ausnutzen. Und meistens reicht es aus. Man muss nicht immer gleich alles irgendwie auf die finanzielle gehen. Man kann auch anders in irgendeiner Weise sich Hilfe holen, solange man halt bereit ist, es zu tun. Genau so ist es. Wir sind jetzt auch schon voll über unsere Stunde rübergeschrappt. Das haben wir schon. Katrin hat noch eine Frage. Genau, und zwar Mehrwert für unsere Zuschauer. Gibt es denn irgendeinen von euch, der so ein Checkliste hat, was man an Punkten machen muss? Oder soll ich einfach das Video pausieren und mir mitschreiben? ich überlege gerade, also es gibt Dominik, Cindy und ich haben schon ein Webinar gemacht. Wir werden wahrscheinlich in Kürze demnächst auch nochmal ein Webinar machen, wo relativ viel drin ist, allerdings aber auch keine Checkliste drin. Aber vielleicht wäre das mal was, dass wir mal eine Ein cooler Lead-Magnet, dass wir mal eine Checkliste machen, wo mal dran steht, so was sind die Schritte, die du machen musst und was sind die Tools, die du brauchst,
ne, um so einen Kongress zu machen. Aber ich kann euch schon sagen, dass du bekommst damit einen guten Überblick, weißt auch, was für Tools auf dich zukommen, aber der Teufel liegt dann im Detail. Es gibt wirklich so viele kleine Sachen, die, wenn ich die auf einer Checkliste schreiben würde, dann kann ich dir ein 100 Seiten Dokument in die Hand drücken. Das muss man dann einfach auch, und ganz viel kann man auch, ist einfach auch so individuell in dem individuellen Kongress verortet, das kannst du gar nicht absehen und gar nicht vorher sagen, sondern das entsteht eben genau in diesem Kongress, in dieser Sekunde, anders als bei allen anderen Kongressen, weil es irgendwie einfach ein total individuelles Ding ist. Aber so einen ganz groben Fahrplan, den könnte man echt mal machen. Also Arbeitsauftrag erkannt und angenommen. Cool, dann würde ich total gerne nochmal jeden von euch bitten, also falls noch irgendwelche Fragen kommen, auf Facebook haben wir auch ein paar Zuschauer, wenn irgendwas ist, dann schreibt gerne einfach rein. Und ich würde aber gerne einfach bei euch nochmal so rundherum machen. Hat sich eure Ansicht zu Online-Kongressen jetzt noch irgendwie, vor allem an die drei, die noch nicht gemacht haben, verändert? Seid ihr noch positiver? Seid ihr etwas abgeschreckt? Gibt es irgendwas, was für euch noch offen geblieben ist? Und an die anderen, wann ist, also bei Dominik habe ich schon gesagt, ich will einfach nochmal kurz hören, was sind eure nächsten Projekte und wie geht es bei euch jetzt weiter? Das finde ich auch noch spannend. Also ich setze mich jetzt erstmal hin und plane meinen nächsten meinen ersten Online-Kongress in einem Jahr. Und vielleicht spreche ich den einen oder anderen von euch an, wo ich mitmachen könnte, um was zu lernen. Also Ideen sind auf jeden Fall da und ja, das ist ganz spannend. Super. Ja, wir werden definitiv uns ein großes Team holen, damit wir das schnell umsetzen können, weil wir haben uns auch sportliche Ziele gesetzt. Wir wollen definitiv dieses Jahr oder ja, anfangen. Nee, dieses Jahr noch. Definitiv. Ja, okay, dieses Jahr definitiv noch einen Online-Kongress starten. Von daher sind wir jetzt auf der Suche nach einem großen Team, die das mit uns umsetzen kann, damit das schnell vorangeht. Also wenn du was lernen willst, Katrin. Ich weiß nicht, ob man bei uns schon direkt lernen kann. Wir brauchen auch zu lernen, aber gerne. Also, aber ihr braucht definitiv Support. Ja, da kann man sich direkt austauschen. Sollte man sich zusammentun, definitiv, ja. Also uns war schon bewusst, dass ein Kongress ein Mammutprojekt ist und auch definitiv mindestens 3 bis 6 Monate in Anspruch nehmen muss. Allerdings sind wir generell immer ein bisschen Eigenbrötler und wollen alles selber machen. Nein, das nicht, aber auch sehr schnell in der Umsetzung und 6 Monate ist dann doch ein bisschen zu lang. Also ich würde sagen maximal 3 Monate und dann möchte ich da raus, damit da raus, wirklich. Und, aber ja, die Ideen oder eure Beiträge waren super gut. Also wie gesagt, von der Planung her, von dem Team her, von den Tools her, die man braucht, definitiv. Und 2018 werdet ihr den Kongress sehen von uns. Aber also ich kenne, glaube ich, nur 2 und ich kenne ganz, ganz viele, die noch kürzer als 3 Monate gebraucht haben. Und ich denke, Lena wird das bestätigen, dass also schon 3 Monate ist extrem Power und Fokus und so. Challenge accepted. Wir brauchen euch auch noch für ein paar andere Projekte, ne? Also. Das müssen wir jetzt leider hier absagen. Ja, alle. Und mal das Mikro wieder aus. Nein, Lena, erzähl, was sehen wir denn als nächstes von dir? Gibt es schon irgendwas, wo du on fire für bist, wo du denkst, Mensch, das könnte ein nächstes großes Projekt sein, wo man dich sieht? Sehen weiß ich nicht, also im Moment. Aber Lena, du bist gerade als Experte von Cindy und Heike gerufen worden, bei uns. Wurde schon gerade geschrieben, man wird dich bei Cindy und Heike sehen wollen. Okay. Oh, und hinter der Kamera. Okay, doch. Ja, ich sitze gerade dran, dass ich mein Buch bald abgeben kann an meinen Lektor und Mentor. Das ist sowas immer so ein bisschen geschoben wurde, weil da halt keiner ruft, dass es fertig ist. Ne? Und, ja, das eignet sich dann gut zum Schieben. Aber das ist jetzt definitiv gerade in den letzten Zügen soweit. Ansonsten gibt es den 3. Launch von meinem großen Jahresprogramm. Und dann wird auch noch dieses Jahr dann endlich mein auch schon lange geplanter Mitgliederbereich an den Start gehen. Und da wird, also nochmal zum Thema
das hat auch mit dem Thema Kongresse zu tun, dass man nämlich die Kongresspakete und die Interviews auch ja prima noch weiter verwenden kann. Also die finden Raum und immer wieder Verwendung in meinem großen Jahresprogramm beispielsweise. Die werden auch in meinem Mitgliederbereich ihren Platz finden, ne? Und dass darauf zurückgegriffen wird. Und die werden gerade auch in meine Funnel eingebaut wäre das Wort. Weil das ist im Moment auch so ein bisschen hinter den Kulissen Arbeit viel dran bei uns, weil jetzt so die letzten 1-2 Jahre recht geprägt waren von den Großprojekten, die rausgehen. Ne? Und jetzt ist so ein bisschen so Sachen wie Automationen verstärkt aufzusetzen, Funnels auszubauen, was man jetzt nicht so sieht, oder halt eben Bücher fertig zu schreiben. Total super. Und also da vielleicht auch nochmal als Tipp an alle, die sagen, Online-Kongress ist cool, fühlt sich aber doch noch eine Nummer zu groß an. Lena macht gerade für Mamas ein ganz, ganz tolles Programm, Mama Goes Business, in 9 Monaten zu deinem Online-Business-Baby. Weil du kannst dein Online-Business natürlich auch einfach etwas ressourcenschonender, würde ich es jetzt mal nennen, aufbauen. Und da kann man dann einfach mit Lena den etwas bedürfnisorientierteren Weg als Mama gehen und sagen, man geht da einfach in 9 Monaten und hat danach nach 9 Monaten sozusagen sein Online-Business mit Lena auf die Beine gestellt. Ne? Genau. Cool. Dominik, jetzt komm. Promo-Trommel an. Ja, also wie Eva schon gesagt hat, bei uns geht es nächste Woche Montag los zum großen Freiheitssummit und wir haben über 40 Speaker dabei, die über Freiheit sprechen und nicht Freiheit an sich, sondern Freiheit in 4 Kategorien, weil wir definieren Freiheit alle anders und die 4 Kategorien sind räumlich, zeitlich, finanziell und emotional. Und wir haben viele, wie gesagt, über 40 Leute mit über 40 Experten gesprochen, unter anderem Eva, Simi, Heike, Lena und ganz, 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 ganz viele andere. Und das wird ein mega geiles Ding. Und danach steht die Freedom Crowd an und die Freedom Crowd macht das Ganze schon. Und zur Freedom Crowd gehören Cindy, meine Cindy, ich und die Cindy und Heike, die da unten auch noch sitzen. Und das ist unser Projekt für 2018 und da wird mit Sicherheit auch noch der ein oder andere Kongress dabei sein. Sehr, sehr cool. Also da auf jeden Fall. Und wenn ihr euch für einen Kongress interessiert, selber einen Kongress zu machen, ist es auch am besten, euch einfach Kongresse anzugucken und wirklich zu lernen. Ne? Wie machen andere Leute Kongresse? Was ist richtig gut? Was macht bei? Was ist klasse? Also egal, ob jetzt aus Marktforschungs- oder natürlich noch viel besser aus richtig dollem intrinsischen Interesse, meldet euch da mal auf jeden Fall an und guckt. Das ist wirklich ein super spannender Kongress. Ab dem 2. Juli geht bei mir auch der nächste Kongress los, zusammen mit dem Hecki und Christoph Heckenbücker. Auch das wird ganz spannend. Wir sind gerade dabei, den Wachstumskongress auf die Beine zu stellen für Online-Unternehmer, die ganz erfolgreich gestartet sind, so ihre ersten 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz mal eingefahren haben, jetzt aber nicht genau wissen, wie wachse ich weiter. Also was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie vorhin schon gesagt, wir haben Teamaufbau und Teamführung mit drin. Wir haben natürlich Mindset als Basis von allem drin, ganz wichtig. Wir haben auch drin, was kann ich für Selbstmanagement-Tools nutzen? Wie kann ich mich besser organisieren und strukturieren? Wir haben drin, wie kann ich automatisieren und skalieren mein Business? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir haben natürlich drin Marketing und Vertrieb. Auch das ist super wichtig. Und dann haben wir zwei Themen, in denen sich Lena auch gut auskennt, weil sie in dem Bereich Steuern früher in der Wirtschaftsprüfung tätig war. Wir gucken uns wirklich an, wie kannst du dein Unternehmen steueroptimiert und auch deine Unternehmensstruktur so gestalten, dass sie sinnvoll ist, um dein Wachstum auch wirklich gut abzubilden. Und als letzten Bereich haben wir noch die Einkommensdiversifizierung und auch Wachstumsfinanzierung als einen Bereich, weil es einfach auch sinnvoll ist zu sagen, ich will jetzt mehrere Standbeine aufbauen und nicht nur alles auf sozusagen einem Businessmodell. Also auch da viele, viele spannende Interviews, auch mit über 40 Experten. Freue ich mich auch riesig, wenn ihr mit dabei seid. Unter Wachstumskongress findet ihr das hier auf Facebook oder auch, wenn ihr googelt wachstumskongress.com, werdet ihr es wahrscheinlich auch finden. Ja, dann bleibt mir an der Stelle erstmal allen Experten hier ganz herzlich zu danken, dass ihr euch die inzwischen schon 1,5 Stunden Zeit genommen habt. Ich hatte ja eigentlich gesagt 1 Stunde und wir sind durch, aber ja, es war einfach doch ein spannendes, umfassendes Thema. Cool, cool, dass ihr mit dabei wart. Ihr habt ja alle auch super viel zu tun, seid super busy mit euren Sachen. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank.
Und auch danke an alle, die zugeschaut haben und mit dabei waren. Und ja, also ihr könnt gerne nochmal jeder euer Mikro aufmachen und mit mir Tschüss sagen. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Tschüss!